Heute befassen wir uns mit dem kleinen Bruder des Todes, dem Schlaf. Schlafen ist ein eigentümlicher Zustand der Bewusstlosigkeit, der darüber hinaus auch noch außerordentlich gesund ist. In Burkhard Heims Modell der Welt und des Lebens hat der Schlaf natürlich auch seinen Platz, in Burkhard Heims ganz besonderer Sprache natürlich. Ihm ging es aber bei der Untersuchung dieses Phänomens darum, einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem Tod bzw. dem Sterben und auch der Medialität. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Im letzten Video dieser Reihe habe ich euch das Bild der Psyche noch etwas detaillierter vorgestellt. Und damit ist es eigentlich auch vollständig. Wir haben die 4 Triebmetroplexe. Zwischen diesen vermitteln eine große Anzahl von Steuersynthroglinen. Und in die 4 Triebmetroplexe gehen aus dem Körper eine Anzahl von Telekosynthroglinen. Das ergibt nun ein Gesamtbild unseres Lebensprozesses. Aber ein ganzes Drittel unseres Lebens haben wir bislang ausgeklammert. Den Schlaf. Unser Körper, unsere Zellen, unser Stoffwechsel und auch der Stoffwechsel von allen bislang untersuchten biologischen Organismen hat einen zirkadianen Rhythmus, also einen Tageszyklus. Im Laufe des Tages durchlaufen wir verschiedene Phasen von Wachheit und Konzentration, werden irgendwann müde, verlieren das Bewusstsein, schlafen und wachen irgendwann erholt und konzentriert hoffentlich wieder auf. Über diese Vorgänge wissen wir heute viel mehr übrigens als Burkhard Heim seinerzeit, als er in den 50er und 60er Jahren sich die ersten Gedanken zu diesem Modell gemacht hat. Speziell wissen wir heute viel mehr über den Zusammenhang zwischen Schlaf und Gedächtnis, den ich ursprünglich auch in diesem Video vorstellen wollte. Ich habe mich aber dann entschlossen, das zu splitten, weil es der Komplexität einfach nicht Genüge getan hätte. Das Thema Gedächtnis also schon jetzt angekündigt im folgenden Video. Was passiert nun im Schlaf bezogen auf unser Modell der Psyche-Körper-Interaktion? Schauen wir uns mal diesen metaphorischen Andockpunkt unserer Telekosynthroglinen an, also die Andockpunkte, wo sie im Körper gewissermaßen ansetzen. Dieses Andocken, das hat ja gewisse Bedingungen, und zwar die Bedingung der Ähnlichkeit. Ihr wisst, im 5-6-Dimensionalen ist die Bedingung für Nähe Ähnlichkeit. Also müssen die Fußpunkte, die Synthropoden sozusagen, unserer Telekosynthroglinen ähnlich genug sein dem, was der Körper anbietet. Wenn die Muster vollständig übereinstimmen, dann ist die Koppelung maximal und 100%. Wenn sie sich voneinander entfernen, dann sinkt die Koppelung. Und wenn die Koppelung sinkt, bedeutet das, dass zwischen Körper und Psyche nicht mehr so viele oder so starke Aktivitätenströme ausgetauscht werden können. Sinkt die Koppelung unter einen bestimmten Schwellenwert, dann verlieren wir gar das Bewusstsein, weil gar keine oder nur ganz rudimentäre Aktivitätenströme austauschbar sind. Metaphorisch gesprochen bedeutet das, dass sich die Synthrokline von ihrem Andockpunkt zurückzieht. Und das kann nun 2 mögliche Ursachen haben. Zum einen treten während des Tages in unserem Körper, in unseren Zellen gewisse Abnutzungserscheinungen und, ja, der Name sagte schon, Ermüdungserscheinungen auf. Dadurch sinkt das Entelechialniveau des Körpers aber leicht ab. Also nicht eine ganze Totalität, das würde ja den Zerfall des Körpers bedeuten, aber es sinkt leicht ab. Und dadurch entfernen sich diese Ähnlichkeit, wird diese Ähnlichkeitsbedingungen nicht mehr so stark erfüllt wie vordem. Also der Körper ist dann nicht mehr in der Lage, der Steuerung der Psyche in dem Maße zu folgen, wie als wenn die Kopplung perfekt wäre. Sprichwörtlich, der Geist ist willig, doch das Fleisch ist rat. Die zweite Ursache, die hat Heim noch gar nicht so berücksichtigt, weil sie zu seiner Zeit noch gar nicht so stark erforscht war, nämlich die der zirkadianen Rhythmen. Man hat früher immer angenommen, dass der Tageszyklus eines Menschen oder jeglichen Lebewesens durch den Tag-Nacht-Zyklus vorgegeben ist. Das ist aber nur ungefähr der Fall. Aufopferungsvolle Forscher haben sich für die Wissenschaft dem Experiment unterzogen, in völliger Dunkelheit zu leben, mehrere Wochen, und haben dabei festgestellt, der Zyklus pendelt sich auf einen bestimmten Rhythmus ein,
aber der ist nicht 24 Stunden. Und tatsächlich macht das einen Unterschied, wie alt die entsprechende Person ist. Bei jüngeren Menschen in den 20ern kann dieser Zyklus 27, 28 Stunden betragen. Und im Laufe des Lebens nähert er sich dann immer weiter 24 Stunden an. Es ist also eine innere vorgegebene Sache, möglicherweise auch genetisch, so wie die Festlegung, ob jemand Eule oder Lerche ist, also eher früh oder eher spät seinen Wachzyklus hat oder seinen Schlafzyklus hat. Auch bei Pflanzen kann man analoges Verhalten beobachten. Wenn man also Pflanzen in gleichmäßiger Beleuchtung oder auch völliger Dunkelheit herrscht, es gibt immer noch einen 24 oder ungefähr 24-Stunden-Rhythmus, der nicht von außen vorgegeben wird. Also gibt es einen in die Psyche eingebauten Steuermechanismus. Und diesen muss man tatsächlich auf einer höheren Totalität verorten, weil es ein integrierter Prozess ist, der mit dem gesamten Körper passiert. Man kann ihn also nicht im Körper irgendwo ansiedeln als nur eine Folge irgendeiner Drüse. Es ist ein Gesamtprozess, der in der integrierten Summe des gesamten Psyche-Körper-Organismus passiert. Also oszilliert diese Körper-Psyche-Bindung auch aus einem inneren psychischen Prozess heraus. Und wiederum, wenn die Kopplung unter einen Schwellenwert sinkt, dann schlafen wir ein. Mit Sicherheit bleibt immer noch ein Restaktivitätenstrom vorhanden oder eine schwache Restkopplung, wie auch immer man will, denn wir wachen schließlich auf, wenn man uns stark stört oder der Wecker klingelt. Nun können wir verschiedene Phasen des Schlafs unterscheiden. Im Tiefschlaf ist unser Körper, unser Muskeltonus völlig entspannt. Unser Bewusstsein ist weit weg, eigentlich überhaupt nicht vorhanden und es fällt sehr schwer, aus dieser Phase aufzuwachen. Es dauert sehr lange, bis man danach vollständig wach ist. Im REM-Schlaf hingegen, dem Rapid Eye Movement, wo die schnellen Augenbewegungen stattfinden, da träumen wir. Der Körper ist in diesem Zustand muskulär gelähmt. Es gibt eine spezielle Hirnfunktion, die das steuert. Und das ist auch gut so, denn sonst würden wir alle Bewegungen, die wir im Traum ausführen, also wild um sich schlagen oder laufen, würden wir sonst versuchen, in unserem Bett zu machen. Wir haben in dieser Phase ein rudimentäres Bewusstsein oder ein Bewusstsein, das kann von rudimentär bis luzide reichen und wir wachen sehr leicht auf aus dem REM-Schlaf und sind danach auch relativ schnell ganz wach. Es liegt schon einmal nahe zu schlussfolgern, dass während dieser verschiedenen Schlafphasen das Bewusstsein gewissermaßen verschieden weit weg ist. Aus der Nicht-REM-Phase, also dem Tiefschlaf, auszuwachen, dauert deshalb so lang, weil stärkere Ähnlichkeitsanpassungen der Syntroklinen erfolgen müssen, bis wieder der normale Wachzustand hergestellt ist. In diesem Modus passiert in der Psyche also offenbar gerade etwas ganz anderes. Im REM-Schlaf hingegen haben wir Halluzinationen, die ganz körpernahe Dinge betreffen. Und deswegen sind wir gar nicht mehr so weit vom normalen Wachzustand darin entfernt. Diese Lähmung der Muskulatur bedeutet übrigens syndrometrisch gesehen, dass einzelne Syndrome in der Syndromfolge der Syntrokline leer bleiben. Nur für diejenigen, die sich mal mit der original syndrometrischen Maximentelezentrik beschäftigen oder beschäftigen wollen, das ist das, was Heim einen Syndromball nennt. Eine Syndromfolge, in der einzelne Syndrome, beliebige einzelne Syndrome, leer bleiben. Man sieht bei Messungen im Gehirn von Träumenden übrigens sehr gut, hat man nachgewiesen, dass dieselben Hirnregionen aktiv sind, wenn man bestimmte Bewegungen im Traum ausführt, als wenn man sie im Wachzustand ausführt. Nur die Aktivitätenströme, die damit verbunden sind, kommen einfach auf der körperlichen Ebene nicht an. Wie im letzten Video vorgestellt, haben wir 120 Steuersyntroklinen innerhalb unserer Psyche. Im Wachzustand wird deren Aktivität ganz maßgeblich von dem bestimmt, was über die Telekosyntroklinen, gewissermaßen an Sinneseindrücken, aus dem Körper hereinkommt. Aber wenn diese Sinneseindrücke fehlen, dann können ganz andere Sachen ablaufen. Das Abdocken der Telekosyntroklinen vom Körper bedeutet auch, dass wir da gewissermaßen offene Enden oder teilweise offene Enden haben. Und dann können dieselben Prozesse passieren, die ich euch beschrieben habe im Video über das Paranormale, dass nämlich über diese losen Enden externe Eindrücke absorbiert werden können.
und zwar je nachdem, welche Telekosyntrochline das ist, über verschiedene Sinneskanäle. Und das hat dann eine sehr große Ähnlichkeit zur Medialität. Und auf diese Weise können, wie gesagt, externe Informationen aufgenommen werden und darüber können dann auch solche Dinge entstehen wie Wahrträume oder prophetische Träume. Das ist natürlich dann subjektiv gefärbt durch die persönliche Symbolik, durch das persönliche Traumerleben, aber es wird stimuliert, zumindest durch externe Inhalte. Und bei manchen Personen treten diese auch sehr klar auf und können sogar nachvollzogen werden dann im Wachzustand. Heim ist hier übrigens so weit gegangen, dass er die Kombinatorik, also die möglichen Kombinationen von Sinneseindrücken gezählt hat, je nachdem welche und wie viele Synthroklinen an so einem externen Prozess beteiligt sind. Ist übrigens etwas ganz Ähnliches wie bei Trance-Medien dann passiert. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele Aspekte der Realität Heim in seinem Modell integriert und verarbeitet hat. Gerade auch beim Thema Schlaf, wo man heute viel mehr darüber weiß als zu seinen Zeiten, wie gesagt. Wer sich mit dem Thema Schlaf übrigens noch näher beschäftigen möchte, dem kann ich sehr empfehlen, das große Buch vom Schlaf von Professor Matthew Walker, Professor für Neurophysiologie an der Universität von Berkeley, Kalifornien. Das Buch ist erschienen 2018, ist also relativ aktuell und liest sich auch sehr spannend, ist sehr spannend zu lesen. Im nächsten Video wird es, wie gesagt, darum gehen, um den Zusammenhang zwischen Schlaf und Gedächtnis. Und damit ihr das Video nicht verschlaft, abonniert am besten den Kanal und stellt das Glöckchen auf an, dass ihr auch geweckt werdet. Und bis dahin wünsche ich euch ansonsten süße Träume in 6 Dimensionen und in Farbe.